Hey, this is Jinzuro here, and welcome back to Trooper Brook. I'm here again with a Lady C, and we're gonna continue on with the game here from Chapter 1. I think we were trying to fix the machine. That's right. Trying to track down a mysterious ghost. I don't know if he's gonna be around at this time of the day, though. He's kinda... Ghosts are kinda known for not being around during the daytime hours. Oh, we don't really know what kind of a ghost. Yeah, we assume that he's a ghost. He might be something else. Mm. Man muss eine Münze einwerfen. Oh, really? Really? She has a coin. Hi. Hey. Wegen der Seilbahn. Kurze Frage. Wofür brauchen wir nochmal den Schlüssel? Wir brauchen den Hauptschlüssel, um die Seilbahn überhaupt zu starten. Frag doch mal unten im Ort. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Ja, was ich noch fragen wollte. Was der Dieb wohl mit meiner Abhandlung will? Kann nicht der Hellste gewesen sein. Wer soll sonst eine Abhandlung über Quantenphysik klauen? Und? Seit wann bist du so hier? Vorgestern, kommt mir aber länger vor. Und erst der Nahverkehr. Service Wüste Deutschland. Wie bist du überhaupt auf Trüberbrook gekommen? Ich habe vorher noch nie was von dem Nest gehört. Aber ich bin ja auch nicht von hier. Ich habe schon länger versucht, den genauen Ort für diese Kultstätte zu lokalisieren. Und als ich ihn gefunden hatte, habe ich mich sofort auf die Socken gemacht. Die Leute hier sind nett. Aber schon noch ein bisschen seltsam, findest du nicht? Jetzt, wo du es sagst? Erzähl mir was von dir. Was willst du wissen? Du kommst also aus den Staaten, hm? Aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Und wo genau? Woodinville, Washington. Nie gehört. Irgendwas Größeres in der Nähe? Seattle. Schon mal davon gehört? Ah ja, das kenne ich. Da bin ich mal lang gekommen. Du warst in den Staaten? Ja, einmal. Ist aber schon ein paar Jährchen her. Eigentlich war ich für eine Konferenz in New York City da, aber dann habe ich ein paar Leute kennengelernt und bin länger geblieben. Länger? In New York City? Na, nicht die ganze Zeit. Kleiner Roadtrip. Erst die Neuengland-Staaten, Boston, Waterville bis rauf zum Moosehead Lake, Mount Katahdin und so weiter. Dann durch Kanada und den mittleren Westen, Montreal, Toronto, Detroit, Chicago, immer weiter und weiter. Dann Washington State, da bin ich irgendwie hängen geblieben. Oregon, runter nach San Francisco. Oh, das waren noch Zeiten. Hui. Ja, da bist du ziemlich sicher an Seattle vorbeigekommen. Nee, das glaube ich nicht. Und da studierst du? Nein, studiert habe ich an der Ostküste, an der Cornell, Ithaca, bei Dr. Schrödinger. Sagt er dir was? Ah, na klar. Ach so, deshalb der Austausch hier nach Deutschland, verstehe. Austausch? Nein, eigentlich ist das Zufall. Ich habe die Reise gewonnen. Gewonnen? Frag mich nicht. Ich habe an keinem Gewinnspiel teilgenommen. Interessant. Aha. So, so. I think there was another mention about something else. Hi. Another topic. Hey. Wegen der Seilbahn. Well, I see what the problem is with the power line. Und da willst du echt hochfahren? Hast du etwa Angst? Was wir da finden, könnte für das Anthropologische Institut von großer Bedeutung sein. Komm schon. Und die Seilbahn sieht doch ganz stabil aus. Was genau ist das für ein Kult, den du da suchst? Ein protogermanischer Kult, hier in den Bergen. Protogermanisch, also vor den Germanen. Jedenfalls sollen diese Protogermanen hier eine heilige Stätte gehabt haben, an der sie mit ihren Göttern in Kontakt getreten sind. Cool, oder? Und dieser Kult, waren die gefährlich? Tannhauser, die sind alle längst tot. Das mit den Geistern, das war ein Witz, okay? Okay. Okay, ich überlege mir was. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Nein, danke. Das war's auch schon. Also, tschüss dann. Tschüss, bis gleich.
I think I'm going to go ahead and investigate some of the other stuff around here. Because sometimes I've noticed that they don't let you get certain items until you've investigated the problem first that you need the items for. Das Förderseil der örtlichen Seilbahn scheint intakt zu sein, wenngleich es jede Form von Gondeln oder Förderloren vermissen lässt. Ein Geruch von Öl und Erde liegt in der Luft. Es leuchtet rot. Man braucht wohl erst einen Schlüssel, um die Anlage starten zu können. Genau, du Superhirn. Hast du schon im Dorf rumgefragt, ob ihn jemand hat? Starkstrom. Irgendwie müssen wir das doch repariert bekommen. Wie bekannt, haben Marder eine verhängnisvolle Liebe zu Kabeln aller Art. Im vorliegenden Fall muss es sich um ein besonders stattliches Exemplar gehandelt haben, der Dicke des Kabels nachzuurteilen. Als Ausweg blieb ihm nur der Tod. Ich frage mich, was das ist. Verschlossen. So we're gonna have to find a way into that. Der alte Generator läuft auf Hochtouren. Es schlagen schon Funken raus. Dem Geruch nach sind Kekse und Dauerlutscher drin verpackt gewesen. Oh, maybe we need the box for carrying the materials up. Looks like I see a pentagon up here. I don't know if that's supposed to be about something later on, maybe. Hallo? Jemand da? Well, that's disturbing. It is disturbing. Was war das? Die Zukunft scheint auch vor Trüberbrook nicht Halt zu machen. Weiter oben im Ort habe ich eine moderne Fernmeldeanlage für jedermann entdeckt. Für alle, die gerne wissen möchten, ob die Welt am anderen Ende der Leitung noch in Ordnung ist. See if you can investigate that pentagon up there. No, it doesn't have an X. Wait, actually, like it can. It's highlighted. Oh wow. So not everything that's highlighted. Or things that aren't highlighted, you can still, An einer der Felswände ist mir ein Zeichen aufgefallen. Ein Hexagon. Über seine Bedeutung kann ich nur Vermutungen anstellen. It's called Hexagon. Because it's just kind of sitting there. Mm-hmm. But if you notice, like, the other marks let you know you can actually observe or Hochspannung. Lebensgefahr. Touch the objects, but I guess certain other things are kind of hidden. It's like we better head down and try to find some supplies. And maybe a key. Ein Aussichtspunkt weiter oben im Ort bietet einen herrlichen Ausblick über das ganze Tal. An die Reling gelehnt, die Nase im Wind, kann ich den Blick bis zum anderen Seeufer und in die Berge schweifen lassen. Yeah, I noticed this wasn't highlighted either. See, the rope and this have two different highlights. Mm-hmm. All right, so let's go ahead and go back down to town. We definitely need something to join the wires together, and something to open up the maybe like masking tape. Mm-hmm, and screwdriver as well for the. Let's see what's up with this old timer. Dieser Tisch, er wackelt. Hier geht einfach alles den Bach hinunter. Guten Morgen. Der Herr? Ein schönes Plätzchen haben Sie hier.
Es ist ein Trauerspiel, wie der Ort, wo die Hunde geht. Alles geht den Bach hinunter, genau wie dieser wackelige Tisch. Guten Morgen. Der Herr? Wie geht es Ihnen? Ach, fragen Sie nicht. Selbst der Cognac will mir nicht so recht schmecken, so wie dieser grauenhafte Tisch immerfort wackelt. Definitely a drinker. Guten Morgen. Der Herr? I do wish they allowed you to exhaust the topics without having to re-click on the chat text every time. Können Sie mir etwas über die Seilbahn sagen? Ach, an die alte Seilbahn will ich gar nicht denken. Und dieser wackelnde Tisch ist einfach unerträglich. He er is, macht mich doch wahnsinnig. Overly hinting that he wants us to fix the table. Eigentlich ein ganz schöner Tisch. Seien Sie vorsichtig, der Tisch wackelt ganz schrecklich. I know, it's moving like it's got a life of its own. Bleiben Sie lieber auf Abstand. Der Tisch wackelt so schlimm. Hm. Kleinanzeigen, Aushänge, Bekanntmachungen. Für heute Abend ist ein Dorffest mit Kapelle und Tombola angekündigt. Aufregend. Wait, did we ask him about the tape, the cable car? We asked him about everything. Okay. Good. He said very clearly that he's not going to help us until his table is fixed. Da hängt ein Kleiderbügel an der Leine. Ein Meisterwerk der Ingenieurskunst. I'm gonna guess that we can use this hanger, perhaps. Da oben ist eine Wäscheleine bis unter mein Fenster gespannt. Under his window. So, let's go ahead and go inside and see if we can get that clothes hanger. I'm guessing we could possibly use it for something. I don't remember this section being opened up over here. Maybe I missed it. Perhaps we should ask her if she has a key. Sie ist die Wirtin des Gasthauses. Stimmt genau. Guten Morgen. Morgen, Herr Tenhauser. Ich möchte einen Raub melden. Letzte Nacht hatte ich einen ungebetenen Gast in meinem Zimmer. Bei uns im Haus? Oh Gott, das tut mir leid. Wenn Sie gestatten, werde ich sogleich die Polizei informieren. Danke. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten. Ein schönes Etablissement haben Sie hier. Im Familienbetrieb seit über 75 Jahren. Ich hatte die Wirtschaft eigentlich mit meinem Bruder übernommen, aber jetzt sind es nur noch ich und meine kleine Tochter. Als einziger Gast habe ich mich gefragt, wie läuft denn die Saison bis jetzt? Saison? Haben wir schon seit Jahren keine mehr gehabt. Ihre Tochter schaut wohl gern fern, hm? Ach, das Kind sitzt ständig vor der Kiste. Sie hat nur außerirdische und fremde Welten im Kopf. So ein Unsinn, oder? Oh, we haven't even gone over there to see her daughter talking. I don't... I'm trying to remember. I don't think this section was... This section here was opened up earlier. It might have been a curtain or something blocking y'all, because I don't remember the TV or this door. Was ist denn aus Ihrem Bruder geworden? Ach, der Lump hat sich nur für seine Flasche interessiert. Am Ende hat der Tauge nichts zu viel an seinem Bolzenschuss geschnuppert und sich aus dem Staub gemacht. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Hm. Können Sie mir sagen, was es mit der alten Seilbahn auf sich hat? Die Seilbahn führt rauf zum alten Bergwerk. Das gehörte einst dem Freiherrn von Sülz, bis dieses Unternehmen aus Übersee ihn unter Zwang rausgekauft hat. Wer genau ist dieser Freiherr von Sülz? Freiherr von Sülz war der Betreiber des Bergwerks. Philanthrop und Kunstmäzen. Seine Frau war die schillernde Baronin von Sülz, von der Sie doch sicher schon gehört haben. Naja, jedenfalls, als das Unternehmen ihm das Bergwerk weggenommen hat, ließ ihn auch die Baronin allein und der Freiherr blieb als gebrochener Mann zurück. Nur noch sein Kater kann ihn ein bisschen erfreuen. Wonach wurde dort geschürft? Eine alte Silbermine. Also nichts, was einen Quantenphysiker interessieren könnte. Ist schon ein paar Jahre her, damals, als es noch Arbeit genug für alle gab. Aber dann hat dieses Unternehmen erst das Bergwerk übernommen und dann einfach dicht gemacht. Und warum haben Sie das Bergwerk dicht gemacht? Na, da gibt's die wildesten Spekulationen im Ort.
Erst sind angeblich Leute spurlos verschwunden. Touristen, arme Lohnarbeiter ohne Angehörige und so weiter. Andere redeten von giftigen Rückständen in der Luft und im Wasser. Aber keiner weiß, was genau ist. Wenn Sie mich fragen, ich bin einfach nur froh, dass der Spuk ein Ende hat. Wegen der ganzen Gerüchte sind uns jahrelang die Kurgäste weggeblieben. Sehen Sie ja selbst. Was ist das für ein mysteriöses Unternehmen, von dem Sie da sprechen? Die nennen sich Millennium-Kooperative oder so ähnlich. Sehr dubiose Gesellschaft. Die haben Verbindungen bis ganz nach oben, wenn Sie wissen, was ich meine. In die höchsten Gefilde der Macht. See, this one's exhausting all the dialogues. I didn't have to keep clicking to talk to her, unlike the old timer outside. Who I guess I think that's her she brother. She just has more to say, actually. Oh, maybe. Oh, that why? Mm-hmm. So I guess because it's more relevant. Mm-hmm. Und was wurde aus den Leuten, die im Bergwerk gearbeitet haben? Immer mehr Fremde kamen in den Ort. Was die letztlich im Bergwerk getrieben haben, weiß keiner so genau. Manche sind verschwunden, manche sind verrückt geworden. Wer weiß das schon so genau? Irgendwann haben sie sogar das alte Sanatorium gekauft, um ihre Arbeiter unterzubringen. Das war natürlich vor der Schließung des Bergwerks. Ja, na, it's good. We've heard enough. Genug gehört. Danke. Kann ich sonst noch was für Sie tun? There was something else about the cable car we could ask. Klar. Was möchten Sie noch wissen? You've asked everything you can about the cable car. Did we ask her about a key? No, we didn't ask her about the key, but she did tell us who owns it. Ah, that's true. Danke. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Ich muss weiter. Fühlen Sie sich wie zu Hause, Professorchen. Übrigens, das Buffet ist eröffnet. Bitte, bedienen Sie sich. years of Trooper Brook. All that we wish for is a wonderful festivity for a wonderful place that is our beloved Trooper Brook. Mayor J. Bershock. Okay, September 1st. That's circled for some reason. The party was held on September 1st of every year. As a memorial to our founding father. I wonder if there's some purpose to this newspaper here. There's a little heart down there by our good old Romana. September 1st, old Romana. In case you are expecting letters or a package, want to ship something, or just want to have a chat with our good old Romana, or Romano. Ramona? I feel that should be flipped around for some reason. At least in my head, it sounds better the other way. We are sad to say that you will have to wait 2 weeks now instead of one. As always, the schedule is valid until May next year. These are scribbled in. Creepy findings in the swamps. I guess we'll come back to that later, see if there's any relevance. And guess we're gonna be using that for something. Für Service bitte klingeln. PS. Draußen nur Kännchen. Ah, yeah, that. Okay, let's go over here. Oh, there's already flies over here. Science Fiction. Irgendwas mit Raumschiffen. Rude. Bitte nicht da stehen. Entschuldige, war keine Absicht. Was guckst du denn da? Hast du noch nie einen Fernseher gesehen? Sehen Sie nun eine neue Folge von Raketenschiff Andromeda. Du lebst wohl hinterm Mond. Mit einem Fernseher kannst du in andere Welten reisen. Dabei fällt mir auf, ich habe dich noch nie hier gesehen. Bist du auch aus einer anderen Welt? Kommt ganz auf die Perspektive an. Mein Name ist Hans. Ich komme gerade aus Berlin. Hallo Hans, ich bin Leni. Meiner Mama gehört das Gasthaus. 70.000 Lichtjahre von zu Hause entfernt ist das Raketenschiff im Sternensystem Omega-3 gestrandet.
Ist Berlin auch im Sternsystem Omega 3? Actually, I was not paying attention to what she just said. She asked where Berlin was. Ah. Berlin liegt mitten in Brandenburg. Also, Welten entfernt. Brandenburg? Das kenne ich nicht. Commander Aurora, die Stark-Übernätigerin, sucht einen Weg nach Hause. Und was ist dein Beruf? Bist du auch Stark-Übernätiker? Ich bin Quantenphysiker. Quanton was? Ich werde jedenfalls Stark-Übernätigerin. Nur Commander Aurora kann mit ihren Space Beams die bösen Rulonier in Luft auflösen. Und habt ihr Berlinalia auch besondere Fähigkeiten? Kannst du auch Sachen verschwinden lassen? Which one should we go for? Nein, sowas geht doch gar nicht. Doch, das geht. Geht es nicht. Geht es doch. Geht es nicht. Geht es doch. Nein, sowas geht doch gar nicht. Doch, das geht. Geht es nicht. Geht es doch. Geht es nicht. Geht es doch. It's all seem the same. Geht es nicht. Geht es doch. Geht es nicht. Geht es doch. Geht es nicht. Geht es doch. Yeah, I guess finally we can. Geht es doch. Siehst du, habe ich dir doch gesagt. She's smarter than you. Bleiben Sie an den Empfangsgeräten. Wir setzen das Programm nach der Reklame fort. Mein Onkel konnte auch Sachen verschwinden lassen. Ich weiß auch wo, aber ich darf es keiner Menschenseele sagen. War dein Onkel Zauberer? Zauberer? Sowas gibt es doch gar nicht. Was muss ich tun, damit du es mir verrätst? Da fällt mir nur eins ein. Kannst du beweisen, dass du kein Erdling bist? Ich lasse mir was einfallen. I have to prove something to her as well. I wonder why all this is highlighted, but not the, oh no, it is. But it seems like you can highlight this separately. Da sitzt eine Made. Die fühlt sich richtig wohl. Man serviert hier im Ort gerne deftige Hausmannskost. Wie mir auffällt, haben ein paar Maden hier ein schönes Zuhause gefunden. Ich rette dich, kleiner Freund. So I guess we're supposed to be using the maggot for something. Ich möchte das Buffet nicht einpacken. Es gehört eigentlich direkt in den Müll. Aber ich liebe Käsespießchen. Yeah, so we're taking cheese skewers too. Irgendwas stimmt nicht mit dieser Uhr. Ein trübes Ölgemälde von welkenden Rosen in einer Vase. Ein Teil der Farbe blättert ab. Irgendwie poetisch. Die Dose muss vom Tisch gefallen sein. I guess we should check the table and see if there's anything else we can take from it. I mean from Ich möchte das Buffet nicht einpacken. Es gehört eigentlich direkt in den Müll. I think it's only because the meat here was highlighted on its own and had a maggot in it, and then there was the skewers. But I'm thinking this, since this highlights all the food on the table, I think the skewers were the only thing he was going to get from that. Wo diese Tür wohl hinführt? Verschlossen. Okay, better get to our room. Alright. Yeah, we gotta see if we can. I feel that we're gonna be using that hanger that's hanging outside the window. Wie schnell man mal die Welt kaputt macht. Hoffentlich kein schlechtes Omen. Das Wetter hat sich aufgeklärt. Let's go ahead and grab this.
so now we have the hangar. Die Antenne ermöglicht den Fernsehempfang in der Gaststube. Okay, so we're not grabbing that. We can go back inside now. I guess we can check around the room. There's something under the bed, too. Oh, good eye. Da liegt etwas. Ein Massagestab. Muss jemand verloren haben. This is the guest book. How strange. Yeah, I'm wondering why it's in his room. What was that? What was what? It was a dark mark on one of those pages. I think it was a smudge. Oh. Okay, it's another hanger. Nur ein Kleiderbügel. Okay, so there's nothing further in the room. In diesem Wirrsal aus Flecken und Klecksen verstecken sich bestimmt viele Geschichten von vormaligen Bewohnern dieses Zimmers. Yeah, I don't think there's anything else left in the... There's something under the desk. Ah. No. Oh. It's for... It's a mouse hole. I don't think we have a reason to get the mouse yet, though, so we can come back to that later. We've got towels. Alright, now that's everything, so we'll come back to that later when we find a reason. How about the fishing rods? Ziemlich viele Angeln haben sie da. Die können sie gerne ausleihen, aber nur gegen einen Pfand. Die Dinger verschwinden sonst immer. Verstehe. No, we don't have anything to deposit right now. Now, let's see if we can fix that table. I don't think we have anything to fix the table with. We could use the can. Or the cup coaster. Try the coaster. Oh, because it's wobbling. Das dünne Deckelchen wird alleine nicht reichen, um den Tisch zu stabilisieren. Es fehlt nur noch ein Müh. Mein Vater hat immer gesagt, zwei Bierdeckel sind immer noch besser als einer. Endlich verstehe ich, was er damit gemeint hat. Wait, so we need two coasters? Danke, aber dieser ordinäre Tisch hat ihre schöne Tischdecke nicht verdient. We probably need to find another coaster. Okay. Fumi und die Zeitmaschine. Ich liebe solche Streifen. Aber aus quantenphysikalischer Sicht sind sie natürlich völliger Quatsch. I'm enjoying the sinister way those ravens are watching us. Probably know I have food in my pocket. Wait, is that smoking? Something's on fire. Unless that's like the lamp. Oh. Ich will den Leuten hier nicht ihre Kunst verhängen. Sieht aus, als hätte hier letzte Nacht der Blitz eingeschlagen. Oh, struck by Sieht lightning. Sieht immer noch stabil aus. Hilarius der Unberatene, Markgraf von Trüberbrook, Bezwinger des Drachen, Retter von Trüberbrook. Ja, im Jahre des Herrn 1250 Anno Domini. Forgot the reason for him smoking later. We couldn't take that broom? Oh, I'll come back and check the... What? It's a fox. How did the fox get up here? Motivated?
By what? Eggs, maybe. Are they saying he climbed the tree? Mm-hmm. Die Katze schon wieder. Oh, that is not a cat. That is definitely a fox. That is definitely a fox. Ich glaube, dafür ist sie gerade nicht in Stimmung. Yeah, I don't think he's gonna do anything without a reason. Mm. Eine Wanderkarte der Region. Der obere Teil ist abgerissen. Da ist der Lack ab. Ein schöner, gesunder Baum. Acer pseudoplatanus, der Bergahorn. We can touch the reeds. Ah. Röhricht. Kind of interested in what are we using all these items for. This is about as far as we can go. Verschlossen. Ich frage mich, was das ist. Yeah, that's also locked. We could try to go into some of the buildings. Yeah, I'm not seeing any option to go into any of the other buildings. Gartenzäune erinnern mich immer irgendwie an meine alten. Okay, we already talked about the orphans. I guess we'll go back up top and see. What about the movie theater? We can use any of these materials. No, it's just showing the window and this here. Mm. All right, I guess we'll go back up and see if we can use anything that we have right now. Certainly don't have a key. Oh, can't use anything on that. Or that. Okay. Nein, 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 Hans. Das funktioniert so nicht. I wonder why those are popping up as options. Unless I'm missing something. Missing. We need something more. I don't know if there's a way of. Oh, yeah. There is a way of looking at the inventory. Okay. Are we going to try combining anything? I don't know if they allow you to combine anything. It's showing what's in the inventory. But it's not giving any option to combine or anything, so there just must be something that we're missing. Get him to speed walk over here. Okay, nothing for the bucket. I'm gonna go. Actually, let me talk to him again. You old timer? Yeah. Guten Morgen. The hell? Können Sie mir etwas über die Seilbahn? Ach, an die alte Seilbahn will ich gar nicht denken. Told you. Und dieser wackelnde Tisch ist... So, we need to fix the table, but... It sounded like I needed another coaster. Hm. Es können nicht viele Zimmer vergeben sein. Alle Schlüssel sind noch da. There's anything else on the table we could use.
Mit diesem Sternentagebuch stehe ich in Kontakt mit meiner Heimatwelt. Eintrag. Habe soeben das Menschenkind Leni getroffen. Sie ist Hüterin eines Geheimnisses. Ist das wirklich ein Sterntagebuch? Darf ich auch mal? Gern. Hier spricht Leni vom Planeten Erde. Mein Onkel hatte ein Geheimversteck unter der losen Diele in Zimmer 3. Zimmer 3? Da wohne ich doch. Zimmer 3 war früher das Zimmer von meinem Onkel Heinz. Und wo ist dein Onkel jetzt? Meine Mama sagt, er lebt jetzt auf dem Planeten Nichtsnutz. Your mother is clever. Okay, so maybe it's under this rug here. Excellent. Oh, hier ist tatsächlich ein Versteck. And we go. Lauter nutzloser Plunder und eine fast leere Flasche Schnaps. Ich nehme nur den Schnaps. Bolzenschuss. We're only taking the snaps. What are we supposed to be using it for? Wait a minute, I did recall seeing that we could ask her for a beer. Mm-hmm. So maybe we'll need the glass for something. Guten Morgen. Morgen, Herr Tenhauser. Konnten Sie schon mit der Polizei sprechen? Ich habe dem Herrn Kommissar das Verbrechen geschildert. Es kann sich nur noch um Stunden handeln, bis sich jemand der Sache annehmen kann. Wie meinen Sie das, um Stunden? Die Wache befindet sich gleich im nächsten Ort. Aber wie Sie wissen, ist er ein ganzes Stück entfernt. Wir müssen geduldig sein. Sobald der Kommissar seinen aktuellen Fall gelöst hat, wird er sich gleich um Ihren kümmern. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Sie hören von mir, sobald es Neues in der Sache gibt. Wow, so they don't have any police in the current town. Mm-hmm. I guess that makes sense. It's a small town. Everyone knows everybody, so... Mir ist da was aufgefallen. Immer raus damit. Die Tür dort wurde schon länger nicht mehr geöffnet, oder? Das ist die Tür zum Keller. Da hatte mein Bruder sich sein kleines Reich eingerichtet. Seitdem er das Weite gesucht hat, hat sich niemand mehr für die Tür interessiert. Er hat den Schlüssel einfach mitgenommen. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Trude? Machen Sie mir ein Pilzbier, bitte. Sekunde, Professorchen. Hier, ein Bierdeckel. Here we go. Got second coaster. So, zum Wohl. Oh, there it is. I had to move out of view just so I could see it. Coast to coaster. Joke. He's cheering them on. Oh no, she's wiping the table. Okay, so we have the second coaster. Wait a minute. I don't think we asked her about the cable car. Yes, we did. You sure? Yes, I promise you. She told us who the new owners are. Oh, that's right. I get distracted so easily by other things that I'm looking at. That I do sometimes forget about the dialogue being spoken. I think it's more because it's also in another language. So I do also have to pay attention to the text. All right, let's go work on his. Let's try these coasters. There we go. Was ist das? Der Tisch wackelt nicht mehr? Right. Oh, ich danke Ihnen sehr. Ich konnte schon an gar nichts anderes mehr denken, als an diese verflixte Wackelei. All right, now we can talk to him. Guten Morgen. Der Herr? Geht es Ihnen besser jetzt, wo Ihr Tisch nicht mehr wackelt? Ach, danke der Nachfrage. Aber Freude? Was soll das sein? Freude empfinde ich, seit Klaus verschwunden ist, kaum noch im Leben. Wer ist Klaus? Klaus, mein Kater. Ein Engel von einem Tier. Yeah. Er ist der Einzige, der immer zu mir gehalten hat. Aber jetzt ist er spurlos verschwunden. Alles in dieser Welt geht im Bach hinunter.
Das sage ich Ihnen. The second one. Hat jemand Klaus entführt? Ich weiß es nicht. Klaus war ein treuer Kater und stand mir immer zur Seite. Dann ist er einfach spurlos verschwunden. Man kann sich in dieser Welt einfach auf nichts verlassen. Das sage ich Ihnen. Es ist einfach schrecklich. Here's a sad idea. What if the fox ate the cat? Or, it's definitely a fox. Or... Unless it's a cat that looks like a fox. Or his poor eyesight makes him think that the That is the a, fox. Is a he is ancient. He needs a new prescription. I think he's using a monocle. I can't quite tell. I think he does have a monocle in the other eye. Können Sie mir etwas über die Seilbahn im Ort erzählen? Ach, lassen Sie mich bloß mit der alten Seilbahn in Ruhe. An die will ich gar nicht denken. Yes, your cat. Ich empfehle mich. All right, we'll go get your cat. Speed walk over here. Oh, now he's up the tree. Oh, wait, we're supposed to use all three? Oh, we're gonna drug him? Neun Leben hin oder her. Ich glaube nicht, dass sie diesen Sturz überleben würde. Okay, so... Oh je, sie sieht verzweifelt aus. So einfach komme ich nicht an sie heran. Are we gonna drug the meat and... Oh. Supposed to make a safe landing for him. Federweich. Yeah, we can, drug the meat. Oh, no, I think we're gonna use it as a dart. We still have to drug it. Yeah, first. We're gonna do it to the meat and stick it to the tree branch here. It's inspiration. Is he that good of a shot? Oh, no, he straight hit it. Oh, crap. Well, we got it down. I just heard a meow. Did you? Okay, maybe he's gonna run back to his owner. No. Die Katze mag wohl keine Menschen. Sie würde mich zerfleischen. Das schmeckt dir wohl, hm? Now the bird's gonna steal it. Okay, good. Sie würde mich zerfleischen. Box. And watch out. That was funny. How did you drip? Klaus? Guten Morgen. The hell? Gibt es Neuigkeiten von Klaus? Nichts. You just said his name. Ich empfehle mich. Guess we better go find a box. Wait a minute. Why am I still here eating? Yes, the birds. Okay, does that mean he either ran... He must have gone up. Maybe he went in the building. Someone would have to open the door, though. I'm gonna check up here first. And, yeah, there he is. Von hier gibt es keinen Ausweg mehr, Kätzchen. It's not a kitty. Oh no. Oh. Ich glaube, sie ist vor Schreck eingeschlafen. He did. He just said he's passed out. He's okay. Okay. Passed into the next world. Jetzt habe ich dich.
It's a tragedy. Just tell him he's sleeping. In the underworld? You got 8 more lives. Here's your fox. Ist das hier vielleicht Ihr Kater Klaus? Oh, mein armer alter Klaus. Oh, he's still alive. Wo bist du nur gewesen? Du siehst ein bisschen erschöpft aus. Okay, now let's talk. Morgen. Der Herr? Was ist denn mit der Seilbahn? Die Seilbahn hat einmal mir gehört. Das ganze Bergwerk sogar. Alles wurde mir genommen. Diese ganzen Verrückten haben alles kaputt gemacht. Die Seilbahn, das Bergwerk, das ganze Dorf. Was sind das für Verrückte, von denen Sie da sprechen? Die Millennium-Kooperative. Ein multinationales Konglomerat. Rücksichtslos und ohne Skrupel. Die lassen uns kleinen Familienunternehmen kaum etwas übrig. Sie haben ein Bergwerk betrieben? Ja, ich bin doch der Freiherr von Sülz. Unternehmer und Montaningenieur in dritter Generation. Förderer der Gemeinde Trüberbrook. Beigeordneter des Gemeinderats. Ortsvorsteher der Ortsteile Trüberbrook-Sülz und Trüberbrook-Dössel. Und als Kunstmäzen über die Grenzen des Landes bekannt. Was meinen Sie mit kaputt gemacht? Erst haben sie mir das Bergwerk entrissen. Dann kamen immer mehr dubiose Eierköpfe und fremde Arbeiter mit ihren Riesenmaschinen in den Ort und haben uns die Kurgäste vertrieben. Ich bin ganz Ohr. Immer mehr Fremde sind in den Ort gekommen. Weiß der Geier, was die da in meinem Bergwerk getrieben haben. Aber nach ein paar Jahren schnellem Profits haben sie den Laden dicht gemacht und gleich die ganze Seilbahn stillgelegt. Muss man sich mal vorstellen, das war mein Lebenswerk. Die haben das Bergwerk geschlossen, die Leute vertrieben und aus einem ehemals blühenden Luftkurort eine Geisterstadt gemacht. Tut mir leid, dass man Ihnen so übel mitgespielt hat. Ich danke Ihnen für Ihre Anteilnahme. Würden Sie mir vielleicht den Schlüssel für die alte Seilbahn ausleihen? Sie waren heute so gut zu mir. Sie haben einen alten Mann und seinen treuen Kater wieder miteinander vereint. Ich würde Ihnen alles geben. Mein ganzes Erbe können Sie haben. Aber Sie, bescheidener Mensch, wollen nur diesen alten Schlüssel. Hier, bitte. Ich verstehe zwar nicht, was Sie damit wollen, aber nehmen Sie ihn nur mit. Yay! We have the key now. At some point, we should probably help him get some glasses. I feel bad. No, then you realize he doesn't have a cat. Maybe he won't mind. It explains why it runs off so much. It's a wild animal. So we can go ahead and use the key. But we still have the issue of this other stuff. Das funktioniert so nicht. I think we're still missing another item. I think we're missing several. In Trüberbrook habe ich Gretchen kennengelernt. Sie ist auch Wissenschaftlerin. Gretchen hat, wie sie mir erzählt, in Wien Anthropologie studiert. Könntest du dich auf unsere Aufgabe konzentrieren? I have to remember that we still have the tape recorder and we can actually use that. Na? Hey! Wegen der Seilbahn. Oh, we see with the issue that... We already spoke about that one. Yeah, I'm gonna have to select one of these. Was war nochmal das Problem mit der Stromleitung? Wir müssen die Starkstromleitung flicken, um die Seilbahn zum Laufen zu bekommen. Wenn du die so anfasst, werden dir alle Synapsen getoastet. Wir müssen aber die Enden irgendwie zusammenfügen. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? No, that's better it. Nein, gut, du findest bestimmt ein... Ich okay. So, we didn't have anything for that.
So there's something else left in town that we have to get. I think maybe the key also works on that door? I don't think so. There should be a way to get inside the door, though. Verschlossen. Did we examine that clock very well? He said something was odd about the clock, but nothing much more than that. Ich muss jetzt erstmal sehen, wie es weitergeht. What's this? Wäre das hier ein geeignetes Pfand für die Angel? Ich befürchte nicht. Es sollte etwas sein, das wichtig aussieht, aber zu nichts Nütze ist. Sodass sie es entbehren können, während sie auf Angeltour sind. I'm guessing the... That's gonna be your recording machine. Wäre das hier ein geeignetes Pfand für die Angel? Ich befürchte nicht. Maybe the massager. Es sollte etwas sein, das wichtig aussieht, aber zu nichts Nütze ist. Something that attracts attention, but of no real importance, so it must be the massager. Oh, danke. Für mich? Nehmen Sie, ein solches Gerät auch als Pfand für die Angel? Ja, den können Sie gerne hier lassen. Ja, das klingt nach einem guten Geschäft. Oh my. I think her intentions are, naughty. Sie wissen ja, Wiedersehen macht Freude. She looked really excited about that. She was like, oh yeah. Yeah, but now we have to figure out the reason why we have the fishing rod. So we can get the bucket. Dig us a bucket? It's possible. I'll give it a try. It's not the bucket. Well, there is a fishing hole on the pier. We could try our luck. We already have the maggot. That's true. Sorry, little guy. Na dann. Petri heil. I don't think it's a fish. It's okay. We didn't really need a fish. Oh. Owie. Was zum... ein Dosenöffner. I want to retrieve this. So we got a can opener. I wonder if we can open like this? Mm-hmm. Nope. No. Guess not. Yay. Really? Jetzt ist sie ein Fall für den Metallrestaurator. For what? Wait a minute. No, we didn't give up the record. Ich habe in einer Übersprungshandlung das Wahrzeichen des Ortes, eine alte Ritterrüstung, fachgerecht in ihre Einzelteile zerlegt. Notiz an mich selbst: neuen Termin zur Psychotherapie vereinbaren. Okay.
Wait, what? Really? Why are we wearing this? So we can handle the electric stuff. Oh. Not a good idea. It's not a good idea. Never you mind, old timer. Even the fox is like, what? We are weird. I got a bad feeling about this. Tada! Der Strom fließt wieder. Jetzt, wo die Seilbahn repariert ist, brauchen wir nur noch einen Ersatz für die fehlenden Gondeln. Wow. Ach, ich lass das jetzt so. Oh, that is funny. Well, we don't have I think it's still the matter of this wire as well. I think we need to return this fishing rod. I mean, if we can. At least I don't think it's broken. Guten Morgen. Morgen, Herr Tenhauser. No. Ich muss weiter. Fühlen Sie sich wie zu Hause, Professorchen? I got a feeling you're not getting that back. I'm just saying. Rough day's work. I guess we can try seeing if it'll work. Let's talk to her. Hi. Hey. Wegen der Seilbahn. I already asked her that. Yeah, we did. Und da willst du echt hochfahren? Hast du etwa? Was wir da? Komm schon. Okay. Wir könnten erst einmal einen Kaffee trinken gehen. Oh, Tenhauser, ich habe das Gefühl, dass du nicht 100% hinter unserer Mission stehst. Es ist sehr wichtig für meine Forschung, dass ich auf diesen Berg hinaufkomme. Und vielleicht finden wir dort ja auch deine Aufzeichnung. Aufzeichnung? Du meinst zeitloses Meisterwerk? Okay, so. Ich überlege mir was. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? We're still missing items. We need something for whatever to open also, up this and tschüss. Bis gleich. Which we don't have those items for. But we still have the fishing rod, the two coat hangers. Whatever the 15 is. I'm gonna talk to the old timer again. Maybe some more dialogue will open up. Guten Morgen. Sie waren heute so gut zu mir. Sie haben einen alten Mann und seinen treuen Kater wieder miteinander vereint. No, nothing else. It really seems to like him. We definitely need something to. There's got to be something we need to open up this door. That hasn't been addressed yet. What about the mouse hole? We never examined it. Well, I did. I tried to use the skewer over here, but we didn't look at it though. Vielleicht hatte jemand Geld versteckt. Ah, that's true. We didn't look at it. Nachtrag. Der Zustand meines Zimmers bleibt leider hinter den Erwartungen zurück. We're not going in it though. Anything in our luggage? Ich will den Tatort nicht verändern. Ich bin nicht müde. Irgendwie schrullig, sich tote Tiere an die Wand zu hängen.
Or like the dust. That's a nice effect. It comes off of the, even when I click on it, you see the dust as well. Gruselig. Eine Art Seeungeheuer. Muss sich um eine lokale Legende handeln. Okay, so we'll go back downstairs. Gotta figure out what we're missing here. Nothing more to see about that. Ich will die Kleine lieber nicht. Guten Morgen. Morgen, Herr Ted. Hey. Nope. Gibt es in diesem Nest eigentlich keinen einzigen Polizisten? Nest? Na, hören Sie mal. Der Kommissar ist für den ganzen Landkreis zuständig. Und hier in Trüberbrook ist das letzte Mal vor 15 Jahren was passiert. Da war ein Hund entlaufen, wenn ich mich recht entsinne. Wollen Sie die Geschichte hören? Halten Sie mich einfach auf dem Laufenden. Natürlich, Herr Dr. Tenhauser. Wegen der Seilbahn. Klar, was möchten Sie noch wissen? Oh, ne. Wissen Sie vielleicht, was aus der Katze des Freiherrn geworden ist? Nachdem er schon das Bergwerk, die Seilbahn und seine Frau verloren hatte, war das Kätzchen am Ende sein Ein und Alles. Wenn Sie mich fragen, wurde das ein bisschen zu viel für das arme Tier. Genug gehört. Danke. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Ich muss okay, weiter. So there's Fühlen no Sie more, sich wie zu Hause, Professorchen. No more dialogue with her. None with him, none with her. The fox doesn't have anything interesting to say. Did we check out the meat window already? This one? Mm-hmm. In der Auslage ist eine Auswahl lokaler Wurstspezialitäten und Fleischkreationen ausgestellt. Wurstebrei, Stippgrütze, Schlachteplatte, Potthucke. I don't think I think of there. Maybe there's something out where the pier is. Where we did the fishing. Because we do have these other materials, but so far I haven't seen the option to use any of those. Ich frage mich, was das ist. Locked. Verschlossen. Okay, so maybe there's something else. Not going fishing again. Ah ja, hier bin ich. Bis zur nächsten Stadt sind es zig Kilometer. Die Bushaltestelle. Mein Tor zur Außenwelt. Ah ja, der Bus kommt immer Samstag, alle zwei Wochen. Okay, so there's nothing else that's over here. The thing is, something else we need to look out for that's not highlighted. So we definitely need a tool to open what's locked. Or keys. And there's a lot of locked buildings around here. And I think we've exhausted the resources down here. Did you check out his chair? The old guy's chair, I mean? No, it's only you can only talk to him. Okay.
Die Antenne ermöglicht den Fernsehempfang in der Gaststube. Let me try talking to the local. Did you check that movie board over there? Yeah, he's just gonna mention the movie that's there. Hmm. It's not particularly clear. Ich muss jetzt erstmal sehen, wie es weitergeht. We can't get back to the store. So there's gotta be a way to get behind the door. She said her brother took the key. I think it has something to do with, we have to interrupt something. Let's try. I know the antenna out here has to do with the TV. Mm-hmm. We can't do anything to it. Yeah, it's not time yet. That's the thing, it's not very clear, like, what are we supposed to be doing right now? You mean you would prefer more direction? A little bit more input, because we have, like, I have, I know what the issue is. We have the items that we have now, but they don't seem to be, doesn't seem to be a particular use for them. How about the telescope? Last time you needed something to try to use it. Let's see if we have anything that can substitute for a coin. Man muss eine Münze einwerfen. Ah, here we go. Damit kommen wir sicher den Berg hinauf. Bist ein lustiger Vogel, Tannhauser. Gefällt mir. So what is the purpose of these two? They're for you guys to hang on to. Really? Yes. See. Better hold on with both hands, idiot. Idiot. Ach, du bist wirklich ein Tollpatsch. Wir sehen uns oben, falls du einen Weg findest. Bis später. See. Gotta be clever. Really? Really? Uh-oh. Hallo? Hallo? Hello. Faszinierend. Are we concussed? He's somewhere. I hope he's not dead. Halsumfang 39 cm. Herzfrequenz 66 regelmäßig. Verwahrloster, aber stabiler Allgemeinzustand. Vigilanz gemindert. Patient suporös. Stimmung nicht schwingungsfähig. Hautkolorit livide. Reduzierter Ernährungszustand. Muskulatur kommt nur schemenhaft zur Darstellung. Fasthorax. Deutlich ausgeprägte Trichterbrust. Rosinenfarbiger Knoten, beidseitig, medioklavikular im Bereich des vierten ICR. Marfanoider Habitus, Arachnodactylie. Untere Extremität atrophiert. Enorme Kyphose. Extremitäten seitengleich eingeschränkt, beweglich mit verringertem Muskeltonus. Muskeleigenreflexe mittellebhaft. Finger-Nase-Versuch unauffällig. Bauch weich, keine Resistenzen. Überlebhafte Darmgeräusche. Lebhafte Darmperistaltik. Abgeschwächtes Atemgeräusch, rechts basal. Rasselgeräusche über beide Lungen. Gespaltener zweiter Herzton. Nasal betonte Akromegalie.
karottenförmiger Tumor im Gesicht. It's our nose. Ramiges Sekret nasal. Zunge weicht nach links ab. Desolater Zahnschmerz. Are you pretending to be out? Or? Beidseitig rund und mittelweit. Sehr träge Lichtreaktion beidseitig. Yeah, he might just keep going. Augen ikterisch, downbeat, nystagmus. He was gonna keep going. Beidseitig verzögert, auslösbar. Halsumfang 39 cm. Herzfrequenz 66, regelmäßig. I guess we can look around the room. Verwahrloster, aber stabiler Allgemeinzustand. Hyperreflexie, Stimmung agitiert. Status des Patienten ungeklärt. Wo bin ich? Patient bei Bewusstsein und ansprechbar. Entschuldigen Sie bitte, wo bin ich hier? Patient zu allen 42 Qualitäten nicht klar orientiert. Ich muss Ihnen einige Fragen stellen. Wie fühlen Sie sich? Aua. Wer sind Sie? Mein Name ist Hans. Was machen Sie hier? Eigentlich wollte ich ja Urlaub machen. Falls bekannt, wo wurden Sie geboren bzw. zusammengesetzt? Assembled. Zusammengesetzt? Hatten Sie schon mal ein Déjà-vu? Which one? Abgesehen davon, dass ich Ihre Frage schon wieder nicht verstehe. Hatten Sie jemals eine außerkörperliche Erfahrung? Sie haben gleich eine außerkörperliche Erfahrung, Freundchen. Interessant. Bitte halten Sie sich für weitere Untersuchungen bereit. Hören Sie mir eigentlich zu? Bevor nicht einwandfrei geklärt ist, ob Sie hier hingehören, kann ich Sie leider nicht gehen lassen. Auch zu Ihrer eigenen Sicherheit. Wenn Sie bereit sind für eine weitere Untersuchung, klopfen Sie einfach laut und deutlich an die Tür, dann hole ich Sie ab. Status des Patienten weiterhin ungeklärt. I think we might be being held against our will. That sounds about right. Ist ein bisschen schwumselig. Herr Dr. Römmler, ich bitte Sie. Alright, time to explore. Man hat mich all meiner Utensilien beraubt und in ein kleines Zimmer gesperrt. Ich habe bereits protestiert, jedoch ohne Erfolg. Did we try protesting? Wo bin ich hier nur hineingeraten? You're disoriented. Der Urlaub sieht jedenfalls anders aus. But this is a good place to leave it. We finished the first chapter. So we're gonna end it here and when we get back, we'll find out exactly where we are and why there's a handprint on that shower curtain. Till then.